Du hast mir die Geschichte vom Krieg erzählt, als die Erde ja zitterte und der Himmel brannte. Von denen, die überlebt haben. Die erwacht sind in einer anderen Welt. In der die Mächtigen die Schwachen ausbeuten. Aber so muss es nicht sein. Der Kinocast. Willkommen hier zur Vor-Oscar-Sendung, quasi am Oscar-Abend nehmen wir die Sendung auf. Nummer 554 sind wir. Nächste Woche ist die 555. Sendet uns da eure Audiokommentare. Genau, weil das ist ja die Telefonnummer. Ja, ich begrüße aber erstmal Kate. Hallo Kate. Hallo. Chris auch, hallo. Moin. Moin. Ja, also liebe Hörer, nächste Woche 555, da hätten wir gerne Audiokommentare. Ihr könnt es auch machen, wie so andere Kollegen machen von anderen Podcasts. Ihr könnt auch gerne WhatsApp, ist ja jetzt so der heiße Scheiß, habe ich gehört. Ihr könnt gerne so WhatsApp-Sprachnachricht einfach schicken an die 0171 446 3366. Steht auch im Impressum drin von Kinocast. Jetzt musst du die Nummer nochmal wiederholen, bitte. 0171 446 3366. Sende da einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht hin und macht das aber nur, wenn ihr auch möchtet, dass sie abgespielt wird. Ansonsten sagt ihr gleich am Anfang, dass ihr es nicht wollt. Ja, nächste Woche. Sende ich jetzt Tasse an die 01 und hältst die bösen Tassen. Ihr könnt da gern, das auch ein bisschen so telefonmäßig, so anrufbeantwortermäßig, so, ja, hallo, irgendwie so. Na, ihr wisst dann, lasst euch was Lustiges einfallen. Mal gucken, was da reinkommt. Seid kreativ. Ja, definitiv. Kreativ waren wir auch, denn wir waren ja nicht in der Sneak Preview vergangene Woche, aber das ist kein Grund zu verzagen, liebe Hörer, wir haben hier jede Menge andere Filme für euch zum Besprechen, da sind auch ganz tolle Sachen dabei. Der Chris wird uns aber erstmal ganz kurz sagen, was denn in der Sneak Preview lief und wie das so angekommen ist. Ich glaube, wir haben nicht viel verpasst. Also die Sneak Nummer 988 letzte Woche am 18. Februar am Montag war, wie gut ist deine Beziehung? So, was wissen wir von, wie gut ist deine Beziehung? Wir wissen gar nicht so arg viel, also ich wusste nicht so arg viel darüber, irgendwie Pärchenfilm für eine glückliche Beziehung, was weiß ich, bliblablub. Wir haben ihn ja. Soll ich erwähnen, gesehen, dass ich den getippt habe? Ich ja, war du hast wieder mal mit der Schrotflinte auf Spatzen geschossen. Nein, ich habe nur einen Tipp abgegeben, einen einzigen. Ja, das ist man von dir gar nicht so gewohnt. Ja. Das war ein Sniper-Shot. Headshot. Ja, oh ja, genau. Tausend Dingsen. Killing Spree. Auf jeden Fall. ja, geht's halt beziehungstechnisch darum. Kommt am 28. Gedöns. Februar ins Kino und die Resonanz auf Facebook war bisher in unserer Gruppe also ganz hervorragend. Wir pendeln zwischen 1 und 7 Punkten. Im Schnitt kommt er auf 3,8 Punkte von 10 und hat seit gerade eben nochmal eine Negativbewertung mehr von jemandem, der den Film nicht gesehen hat. Das macht nichts. Ich finde das so traurig, dass der so Ja, der Erik hat nämlich gerade auch noch für Gefällt mir nicht abgestimmt oder ein trauriges Mal. Also es ist nicht unbedingt, glaube ich, der Sneak-Film des Jahres gewesen. Also ich denke, er schippt in ganz anderen Sphären, wie zum Beispiel die 1000 Glotzböbel des Dr. Mabuse, vom Dr. Mabuse. Hirnsupp. Hirnsupp. 7 Euro Hirnsupp. Die übrigens, Moment, wenn du das jetzt einmal erwähnst, könnt ihr jetzt auf DVD und Blu-ray vorbestellen, ja? Also ihr werdet ja bestimmt noch im Ohr haben, wie wir über den Film begeistert berichtet haben. Dann geht jetzt mal auf Amazon und bestellt den vor. Und wenn ihr da genau guckt auf dieser Seite, findet ihr auch eine Rezension von mir. Oh, oh. Ja. Jawohl, viel Spaß beim Suchen. Mal gucken, ja. Es war gestern Abend, waren wir ja bei Dodokai Live. Und das war schon lustig, weil er hat erwähnt, so, ja, ich habe diesen Film gemacht und dann hat Kate frenetisch applaudiert und ich bin dann eingestiegen und haben, glaube ich, 4 oder 5 Leute im Saal geklatscht und er so, ja genau, 2 Stück aus Korntal waren drin. Genau. Ja, Kate, Tipp für nächste Woche oder für die nächste Sneak, darfst du machen. Der Tipp heißt Stop to Kill.
Getippt wurden zwei Filme und ich habe von beiden noch nie was gehört. Der erste heißt The Sisters Brothers und der andere ist Destroyer. Ich habe keine Ahnung, ob das passt, weil mir sagt keiner der beiden Filme irgendwas. Ich habe mich auch noch nicht damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ich war noch anderweitig beschäftigt. Ja, zwei Tipps, klingt beides jetzt nicht so geil. Ich habe gerade mal hier den, ohne Ton mal den Trailer laufen von Wie gut ist deine Beziehung? Also ohne Ton ist der Trailer ja schon sehr langweilig. Also das sieht schon so aus, als gut, da ist Friedrich Mücke spielt mit, das ist, ja, und Michael Wittenborn, den hatten wir letztens in diesem Film, den wir eigentlich alle ganz gut fanden, wo diese Rentner quasi so eine WG machen, vielleicht könnt ihr euch erinnern, in München, glaube ich. Wisst ihr, wie ich meine? Dunkel. Ja, da gab es noch mal. Ja, ja. Ja, aber sonst, puh, sieht aus wie so ZDF Nachmittagsfilm irgendwie. Naja, die Sneak-Tipps für, ja, hat man jetzt auch schon abgehackt. Dann, ja, gehen wir doch mal rein in den Film, den wir tatsächlich gesehen haben, alle gemeinsam, nämlich Alita Battle Angel. Und ich weiß nicht, ob war ich da jetzt die treibende Kraft eigentlich oder hättet ihr den auch geguckt oder, ja, weiß nicht. Also wir sind, ich hatte auf jeden Fall vorgehabt, also, mal reinzugehen. Hm? Ja, ich wollte ihn schon sehen. Also, ja, okay. Wenn du dich erinnerst, wir haben ja auch nochmal über den Trailer gesprochen. Ich habe den Trailer ja nochmal angesprochen, obwohl wir den Trailer schon besprochen hatten. Deswegen, du warst jetzt nicht unbedingt die treibende Kraft, du warst der Auslöser. Ja, also ich war jetzt nicht der, der jetzt alle missioniert hat oder so. Auf jeden Fall haben wir den in 3D gesehen, muss man dazu sagen, und in der deutschen Fassung. Und in Alita Battle Angel, ja, basiert auf einer Manga-Verfilmung, auf einem Manga, ist quasi eine Realverfilmung von einem Manga. Und hier findet Christoph Waltz am Anfang auf so einer großen Müllhalde, die so ein bisschen erinnert an die aus Wall-E, diese großen Müllhalden, findet er einen Teil von einem Cyborg-Körper, der aber noch so Gesicht und so funktioniert noch. Und er hat so ein Messgerät, wo er sehen kann, oh, das, der funktioniert noch, der ist hier irgendwie vielleicht doch entsorgt worden, ohne dass da genau geguckt wurde. Und er sammelt halt auf dieser Müllhalde so Teile ein, ausrangierte Teile von irgendwelchen Cyborgs, um dann die Personen quasi wie so ein Doktor zu reparieren. Denn es ist wie in dem Film Nemesis so, dass in der Zukunft die Körperteile von Menschen häufig ersetzt werden durch mechanische oder so, weiß nicht, künstliche Intelligenzteile wahrscheinlich auch, dass halt der Arm dann ersetzt wird oder die Beine oder manchmal halt immer mehr. Und wie es in dem Film Nemesis halt ist, wo dann auch sich irgendwann mal die Frage stellt, ja, wie weit ist das jetzt eigentlich noch ein Mensch, ja, wenn er wirklich zu 99% aus Metallteilen besteht. Und aber das ist hier nicht die Frage, sondern Christoph Waltz baut diesen gefundenen Cyborg-Körper, ersetzt er die fehlenden Teile mit etwas, was er noch da hatte, wie wir später erfahren, von seiner Tochter, was er eigentlich für seine Tochter vorgesehen hatte. Und ja, dieser Cyborg kommt zum Leben und nennt sich Alita, hat keine Erinnerung mehr, was vorher war. Und es wird dann, ja, die ermitteln dann auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie weit man jetzt erzählen kann, ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie weit, ermittelt ein bisschen, oder Christoph Waltz ermittelt ein bisschen, wo jetzt dieser Körper eventuell herkommen könnte, wie alt der eventuell ist. Und muss noch dazu sagen, diese Welt auf der Erde, auf der Christoph Waltz sich bewegt, wird überschattet. Da ist im Himmel so ein riesen Stadt im Himmel, die ist auch so festgemacht an der Erde. Das lässt sich alles sehr, sehr schwer beschreiben. So ein bisschen wie bei Elysium oder sowas, ne? Und die Stadt auf der Landstrich auf der Erde sieht halt eher so ein bisschen aus wie bei, wie ist der Game One? Nee, nehme ich nicht Game One. Ready Player One, ja, genau. Und die Menschen sehen zu dieser Stadt im Himmel auf und streben dazu, da irgendwie hochzukommen. Es gibt zum Beispiel so ein Spiel,
was die da spielen, so mit so einem Ball, so ein ganz verrücktes Spiel, wo sie dann die Kugel da in irgend so, so ein Loch reinstopfen müssen und mit so Rollerskates durch die Gegend fahren, was dann halt ganz verrückt wird, weil die dann so raketenbetriebene Rollerskates haben und sich da auch ziemlich zur Wehr setzen, dann richtig mit tödlicher Gewalt teilweise auch in diesen Ligen. Das wird aber von sehr vielen angeschaut, diese Spiele, und ja, dann gibt es noch so ganz dubiose Typen, die Leuten versprechen, dass sie in die obere Welt kommen, wenn sie bestimmte Aufträge erfüllen, und in dieses ganze Wirrwarr wird man so reingeführt, und die Alita lernt dann noch einen jungen Mann kennen, bei einem dieser, die spielen halt auf der Straße dieses Spiel in so einer Trainingsversion, und da lernt sie ihn kennen und die verknallen sich da auch ein bisschen, und ja, aber irgendwann werden dann ja, verschiedene Leute auf Alita aufmerksam und jagen sie. Und sie müssen halt dann flüchten, und irgendwann stellt sie fest, dass sie doch ein bisschen kämpfen kann und stellt sich dann auch zur Wehr. Und ich glaube, viel mehr will ich jetzt mal nicht so verraten. Das Ganze ist ja von James Cameron produziert, der seinen Namen hier ziemlich prominent nach vorne gestellt hat. Er macht doch in diesen ganzen Interviews zum Film und dieser ganze Promo stellt er sich sehr, sehr in den Vordergrund. Wahrscheinlich um ein bisschen ja, den Namen Robert Rodriguez zu überdecken, der ja zuletzt eher solche Sachen wie Spy Kids gemacht hat, was hier doch durchaus ein bisschen durchscheint, diese Filme. Leider, muss man sagen. Leider. Und für euch jetzt, also ihr kennt, ich habe letztens, ach, einen kurzen Satz muss ich noch sagen, ich habe meiner Arbeitskollegin erzählt, so, hey, ich war in Alita Battle Angel und so, und da sagt sie, oh, das ist ja cool, ich kenne die Comics, ich habe die alle. Und ich sage, was, du hast die Comics? Also völlig Überraschung, dass jemand diese Mangas alle, also gerade auch bei dieser Arbeitskollegin, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also schon überraschend. Vielleicht werde ich da doch mal reingucken in diese Mangas. Ihr habt die ja auch noch nicht gelesen, wir hatten uns ja vorher mal gesprochen. Ich habe den Mangas auch nicht gelesen und ich hatte echt hohe Erwartungen an den Film und bin dann danach raus. Ich muss anders anfangen. Ich habe während dem Film war ich von dem Visuellen war ich super angetan, weil das visuell wirklich ein Feuerwerk ist, was da abgefeiert wird. Und dann stuft sich langsam ab, also zumindest für mich, die Story ist, denke ich, überschaubar. Das ein oder andere, wie ich fand, Loophole gab es auch, aber das sei mal dahingestellt, nur am Ende diese Dialoge. Die Dialoge des Films, die ein wenig an die Bravo Love Story erinnern. Ja. Das, und da habe ich auch ab und zu mal nach rechts geschaut und da saßen noch zwei weitere Personen, die auch nicht nur deutlich die Hand vorm Gesicht hatten, sondern auch den Kopf geschüttelt haben. Also das war, ja, das war das, was dem Film meiner Meinung nach überhaupt nicht gut getan hat, was richtig ihn richtig reinreitet, auch so ein bisschen in eine Schublade, wo es dann eher zu einem Teenie-Film verkommt. Ja, sie ist Spy Kids, ne? Ja. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich weiß ja nicht. Also. Nee, ich finde, das siehst du nicht falsch. Auch ich fand den visuell sehr, sehr geil. Also der Film war richtig gut gemacht, ja. Die Story fand ich ein bisschen zu durcheinander. Also mir hat das nicht, also mir hat irgendwie diese Linie gefehlt und auch diese, ich fand auch diese Leidenschaft hinter ihren Handlungen, die kam nicht richtig raus, also oder die Beweggründe. Am Anfang ist es so, sie hat halt kein Gedächtnis, ja, und versucht sich so ein bisschen einzufinden. Ja, wer ist sie? Was mag sie? So, wo kommt sie her? Okay, aber das ist nur, finde ich, relativ kurz und dann kommen so die ersten Flashbacks und dann geht es in eine Richtung, wo ich mir denke, so, jetzt verstehe ich ihre Hintergrundmotivation dann nicht mehr. Ja? Und auch, es ist auch ein bisschen zu wirrwarr. Also dann ist sie mal da, dann hängt sie da mit drin, dann muss sie da hin, dann macht sie dieses Roller-Ding und dann ist dieser Typ wieder da. Ich fand das alles ein bisschen zu, da wurde zu viel ineinander gewurschtelt, fand jetzt ich. Ja? Mir hätte eine straight Linie mit einer Nebenstory vollkommen gereicht, mit dieser Welt
und mit anständigen Dialogen. Vielleicht liegt es auch wieder mal an der deutschen Synchronisation, ja, aber die Art und Weise war albern. Ich müsste ihn vielleicht nochmal auf Englisch gucken, ob dann dieses "Oh mein Gott, was ist denn das?" gescheiter rauskommt, ja, oder ob es immer noch so furchtbar ist. Aber die deutsche Synchro kann viel kaputt machen, das wissen wir ja selber von einigen Filmen. Er war optisch toll, aber der Rest ist irgendwie so, so Mittelmaß. Was mich halt immer gestört hat, war so dieses, dass so Informationen so bröckchenweise von den Beteiligten, zum Beispiel Christoph Waltz, der hat dann so bröckchenweise so Informationen rausgerückt, wo du dich gefragt hast, zum einen, ja, woher weiß er das jetzt plötzlich, ja? Und zweitens, warum hat er das jetzt nicht gleich eher gesagt, ne? Also ist wieder so dieses typische, irgendjemand sagt nicht alles, was er weiß, weil wenn er es gleich sagen würde, wäre der Film zu Ende, so ungefähr. Und ja, dann auch diese Love Story da mit dem, ach, ich weiß nicht, das. Und ich hätte es mir, also jetzt mal ein Lob an die Leute, die ganzen Trailer und sowas machen. Ja, der Film hat bei mir vom Trailer her und von den Vorschauen und von der PR hat er bei mir einen ganz anderen Eindruck gemacht. Nämlich einen Eindruck, der mir wesentlich besser gefallen hat, als das, was der Film dann tatsächlich abliefert. Man hat im Trailer und in den ganzen Sachen ganz bewusst diese ganzen Ballspielszenen. Also, dann machen sie da nochmal und dort nochmal und das. Ay, meine Güte, ey. Ja, und das, der Trailer, der sieht einen wesentlich düsterer aus. Ja. Ich hätte mir halt wirklich eher so ein, weiß nicht, so ein Ghost in a Shell oder so ein, so ein Akira oder so ein Blade Runner 2049, irgendwie sowas gewünscht, wo halt wirklich, dann versucht sie irgendwie rauszufinden, wo kommt sie her, was steckt dahinter, und nicht gleich so, dass sich dem Ersten an den Hals zu werfen und da irgendwie dann hier die große Kopfgeldjägerin zu werden und sich mit denen allen anzufinden. Das hat sich irgendwie alles so verzettelt, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob das in dem Manga-Vorlage, ob das genau so ist, aber ja, ich weiß nicht. Dann sind auch viele verheizte Personen, also Jennifer Connelly, Mahershala Ali, gut, Ed Skrein, den kannst du nicht verheizen, der hat hier den Transporter in der Neuauflage gespielt, aber ey, dieses unsägliche metallene Bärtchen da, also jetzt mal. Ja, was für ein Quatsch. Also, ich weiß nicht. Also, da hätte man doch noch, insgesamt hätte ich mir dem Film noch ein bisschen Script-Doctoring gewünscht und vielleicht, die ganze Stimmung etwas düsterer, auch vielleicht auf Kosten eines höheren Ratings, ja, also der hat ja irgendwie eine PG-13-Rating, damit möglichst viele Kinder auch mit, oder jüngere Erwachsene, Teenies da mit reingehen können, aber ich weiß nicht. Was mir auch gefehlt hat, war die Ernsthaftigkeit. Ich meine, die haben da irgendwie einen riesen Krieg gehabt, dann hätten sie diese riesen schwebende Stadt, die über alles thront quasi und diese ganze untere Welt bestimmt und der Doktor, der da alles zerpflegt, klar, man muss sich irgendwo seinen Humor dann bewahren, aber mir hat irgendwie die ganze Ernsthaftigkeit dahinter gefehlt, ja, dass dieses Düstere, dieses fast schon so Endzeitstimmungmäßige, das hat so gefehlt, ich habe das Gefühl, die wollten da draus wirklich einen Kinder- und Jugendfilm machen. Und dafür haben sie es aber falsch promotet. Ja, Spy Kids, ne? Ja, nein, mal abgesehen von Spy Kids. Ich wusste das nicht. Ist von der Art her. Und habe ihn trotzdem in diese Schiene Kinder- und Jugendfilm einsortiert. Einfach aus dem Grund, weil eben dieses Love-Dings und es ist ja auch nicht arg, also es ist schon gewalttätig, ja, also ich denke an so eine größere Kampfszene in so einer Bar, aber es ist jetzt nicht so, dass es Blut tropft und ja, also es ist alles ein bisschen anders gemacht. Aber mir fehlt einfach das Ernste dahinter, damit dass es auch ein Film für Erwachsene ist, ja, und ich finde eine Manga-Vorlage, also Mangas sind nichts für Kinder. Also klar, manche schon. Ja, also wenn ich jetzt an
wenn an die Kicker denke oder so, ne? Aber sowas, so mit Kriegerin und so und vergessene Welt und alles zerstören und so, das ist für mich ein Erwachsenen-Manga. Und daraus dann einen Jugendfilm zu machen, finde ich ein bisschen schade. Was du meinst, ist Hentai. Ja, das ist nichts für Kinder. Ja, das auch. Ach, ich kenne noch ein paar andere, die nichts für Kinder sind, die ich früher gelesen habe. Hui. Ja. Da tun sich Abgründe auf. Ja. Ach, und irgendwie war mir das auch irgendwie, ja, dieses Set-Design, also insbesondere, wenn sie die Stadt hatten, irgendwie, du hast dann mal das von der Einrichtung gesehen, da dieses Geschäft, wo der arbeitet, das war von der anderen Seite, aber irgendwie war das alles so, auch wenn der dann nachts rausgeht, dann läuft er dem ja mal hinterher und so, es spielte sich alles irgendwie so innerhalb von einem Block alles ab. Die gehen ja dann einmal da irgendwie hoch, dann siehst du da mal alles, wo du denkst, boah, da könnte man wesentlich mehr machen können. Es war weit entfernt von perfekt. Ich hätte mir da wesentlich mehr erwartet. Und den Rest müssen wir mal in den Spoiler-Teil legen. Ich glaube, wir sind ja so weit durch, jetzt erstmal mit dem Spoiler frei. Vielleicht gehen wir mal kurz Wertung. Was habe ich hier eigentlich? Ich glaube 7,5 oder so. Ich bin bei 6. Oder 7, weiß gar nicht mehr. Ich bin bei 6. Kann ich nicht geben. 3, 5. Nee, ich habe 7 gegeben hier. Ja, 7. 7 Punkte von mir. Was, du gibst 3? Nee, 6. Achso, wie komme ich jetzt auf 3? Weiß ich nicht. Und Chris? Ich schwanke noch, weil ich, also ich, wenn ich es logisch angehe, dann habe ich 8 Punkte fürs Visuelle, 5 Punkte für die Story und 2 für die Dialoge. Und dann komme ich auf 15 durch 3 wären 5 und das fände ich ein bisschen fies. Also ich glaube, ich gehe auf 6 auch. Okay. Also 5 wäre arg drauf, aber. Nee, 6. So, dann jetzt Achtung, Spoilerwarnung. Achtung, Spoilerwarnung, bitte auf. So, was mir überhaupt nicht gefallen hat, dass sie ja immer von dieser Stadt reden, bla bla bla, und man denkt ja, es ist dann wie bei Elysium und die kommen dann irgendwie mal hoch oder so. Und nee, nix, alles nur Teasing, alles nur Teasing und dann am Schluss. Wo sich dann da bauen sie dann die Brücke für einen eventuell weiteren Teil, wo sie dann da hochkommen, ne? Ah, nee, ja. Oder? Wo es dann vielleicht endlich mal interessant wird. Ne? Ja, und dann siehst du halt noch Edward Norton ganz kurz in seinem Cameo-Auftritt. wir sind im Spoiler-Bereich, ne? ja, der nur eigentlich ja völlig auch irrelevant war die ganze Zeit da. Total. Aber dann, dass man dann nicht mal irgendwie. Davon hat, warum das jetzt da oben und was da überhaupt ist und so. Ja. Und auch diese ganze Art und Weise, ich meine, da war ja die Mutter von der, also dieser Frau, also der Doktor hatte ja eine Tochter, die ist tot und die hatte ja klar noch eine Mutter und die taucht ja auch auf. So. Und die will ja immer nach oben. Die hat ja diesen einen Kumpel da, der ihr immer sagt, wenn sie das und das macht, dann schafft sie es nach oben. So. Dann darf sie wieder nach oben ziehen. So. Und dann, Entschuldigung, so. und dann ist es so weit, dass sie sagt, okay, ich habe jetzt alles erfüllt, was du wolltest, darf ich jetzt hoch? Und dann tut ihr in Anführungsstrichen sein Versprechen einlösen, aber eben auf diese absurde Art und Weise, dass das in Einzelteile zerlegt, ja, und immer noch in so einer Kiste aufbewahrt und nicht oben, sondern unten. Ja, will sie auch schicken. Und dann frage ich mich, warum darf dann jemand nach oben, der dieses komische Roller-Dings da gewinnt? Das ist doch auch nur eine Farce. Wenn du es gewinnst, kommst du doch auch nicht nach oben. Man weiß es nicht. Werden wir sehen im nächsten Teil wahrscheinlich. Ja, im nächsten. Ich möchte noch ganz kurz sagen, der Hund überlebt übrigens. Also es gibt eine Szene, wo der Hund anschließend mit einem Exoskelett rumläuft. Also der wird einfach auch, sein Gehirn funktioniert noch, deswegen bekommt er einen getragenen Körper. Ja, das habe ich jetzt rausgefunden. Ganz ehrlich, ich war stinksauer wegen dem Hund. Ach, komm. Das ist ein Film. Gar nicht. Ja, aber das geht nicht. Also es gibt manche Filme, da geht das nicht. Aber der Film, der ist irgendwie die ganze Zeit, dieses Foreshadowing hat mich einfach auch genervt. Weißt du, dann träumt sie von diesem Ding, was da runterkommt, an diesem Halteseil, ja, das riesen Sägeblatt. Ja. Da weißt du genau, okay, das kommt ja mit Sicherheit dann nachher später nochmal. Genau. Und siehe da. Und da gab es halt so viele, viele von diesen Sachen, ne, wo irgendwo ums irgendwas ging und dann ist es genau das so eingetreten.
Ach nee, das war... Was ich fand auch eine blöde Logiklücke war, der Typ, der geht doch danach auf eins dieser Seile, um hoch in die auf diese Plattform zu kommen. Ja, davon habe ich ja gerade geredet. Sie, ja, aber ja. Woher weiß so. Sie denn, auf welches Seil er geht? Ich meine, diese Stadt hängt doch an 4 Seilen. Ja, der hat doch irgendwie mal gezeigt. Ist da nur das eine dort in der Nähe, oder was? Ja, genau, der hatte doch, wo die beiden da oben standen, hat er doch gesagt, hier, guck mal, da kann man hochgehen. Ja, aber da hat man doch mehr als nur eins gesehen, dachte ich. Aber er hat ja auf eins gezeigt. Ja, ja, aber auch so, das sind so, ist so ein bisschen lückenhaft. Also, das hat mir nicht gefallen. Da gab es andere Sachen, die haben weniger nicht gefallen. Wie gesagt, ja, aber man würde auf diese Kleinigkeiten nicht achten, wenn der Film an anderen Punkten was richtig gemacht hätte. Es war nicht spannend. Würde man über sowas hinwegsehen. Es war überhaupt nicht spannend, fand ich. Ja, es war nicht spannend. Es war halt nur irgendwie ein Eye-Candy, es hat gut funktioniert und ich meine, dass das eine, ja, so halb animierter Charakter ist und so, das sah schon irgendwie ganz cool aus, aber sonst weiß nicht. Ja, nee, leider nicht. Ich warte jetzt auf Karneval, Fasching und Halloween, wenn alle versuchen, sich so große Augen zu machen. Ach so, das kannst du jetzt schon mit Snapchat. Ja. Nein, das ist so live, also so richtig als Kostümgedöns, so. Deswegen, da bin ich mal gespannt. Meinst du, dass der Film so ein Erfolg... Das bei den Teenies auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, na dann. Aber wir wissen, trotz allem Meckern, still a better love story than Twilight. Oder wie ist der andere Film, den wir letztens den Trailer... After Passion. Ja, aber sie ist auch ein Good Girl. Also, jetzt gucke ich gerade mal hier bei Box Office Mojo. Hat in den USA 60 Millionen eingespielt, im Ausland 100 Millionen, sind 164. Ich glaube, bei einem Produktionsbudget von 170... Da fehlt noch ein bisschen was, würde ich sagen. Da fehlt noch ein bisschen was, damit sich das hier irgendwie rechnet. Und ich glaube, dass dieser Film nicht so diesen Effekt hat, dass die Leute, die drin waren, sagen, oh, musst du unbedingt sehen, geh da rein. Sondern ich glaube, also das ist ja das, was dann die Filme meistens in den zweiten und dritten Wochen hält. Sondern ich glaube, das ist so ein Strohfeuer. Ja, puh, einmal da ist, die Leute, die es interessiert, die gehen rein. Und die kommen dann raus, wie ich jetzt hier, meine Kollegin hat dann gefragt, so, und wie fandst du so? Sag ich, war jetzt irgendwie nicht so das Riesending, was ich erwartet hatte, ja. Und ich glaube, da geht es einigen so und da fehlt dem Film dann so, dem wird dann bald die Luft ausgehen, sag ich mal so. Könnte ich annehmen. So, gehen wir mal hier raus aus dem Spoiler-Talk. Und dann sind wir wieder da. Jetzt wissen will, warum der Chris gelacht hat, dann müssen wir den Spoiler-Talk hören. Auf eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr. Auf natürlich. Eigene Gefahr. Ah, jetzt bin ich ja schon wieder dran. Alita. Ja. Entschuldigung. Warum bist du dran? Ja, weil ich noch einen Kinofilm habe. Oder? Ja. Ja. Habt ihr eigentlich euren schon geguckt? Der steht da schon drin hier. Ja, ja. Wir können ja doppelt. Natürlich. Ach, hier unten, ganz unten, ja. Ja, sag, mach mal, genau. Oscar-Check. So, ihr habt einen Oscar-Film gecheckt. Welchen denn? Weiß. Nicht schwarz? Weiß. Weiße Bescheid. Weiß. Weite der Vizepräsident. Mann. Genau. Der zweite Mann. Erzähl. Immer wieder so eine nette Übersetzung. Ist ein Film über Dick Cheney. Wer kennt Dick Cheney nicht? Wer kennt Dick Cheney nicht? Kennst du Dick Cheney? Ja klar, jeder kennt Dick Cheney. Weiß, der zweite Mann... Ist nicht der dünne Cheney. Ich wusste, dass der kommt. Ich wusste, dass wir die Wette abschließen sollen. Mann. Also es geht um den Washington Bürokrat Dick Cheney, der auf kurz oder lang zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika wird unter Präsident George W. Bush. Und ja, der baut das Land um, führt einen Krieg, den man nicht unbedingt verstehen muss. Und ja, polarisiert mit seinem Vorgehen und Vorangehen sehr stark, sowohl national als auch international. Und ja, es geht eigentlich um das Schaffen von Dick Cheney im Hintergrund und auch im Vordergrund. Und der Film ist halt brutalst gut besetzt. Also Christian Bale spielt Dick Cheney von... Oh, großartig.
rank und schlank bis zu wirklich moppelig und herzkrank am Ende. Amy Adams spielt Lynn Cheney, seine Frau. Steve Carell spielt Donald Rumsfeld, der auch eine tragende Rolle in dem Ganzen hat. Wunderbar. Sam Rockwell als George W. Bush. Wunderbar. Ist auch fand ich aber noch von der Optik am wenigsten passend. Fand ich überhaupt, fand ich super. Sam Rockwell fand aber ich super. Aber alle anderen passend. Waren super. Also Sam Rockwell war doch der am nächsten dran war. Also gerade den ganzen Habitus von Bush und so. Boah, Hammer. Ja. Optisch war das noch, ja, egal. Ja gut, du kannst ja nicht ein anderes Gesicht da draufsetzen. Also die haben dem ja schon eine andere, was habe ich gelesen, die Maskenbildner haben eine neue Nase hat er gekriegt jeden Tag da beim Dreh und haben irgendwas mit Zähnen gemacht, haben da irgendwie so eine Zahnreihe reingeklebt. Und die hat er dann auch privat getragen, um sich da mehr dran zu gewöhnen, an dieses leicht so etwas ganz leicht, so ein ganz bisschen Licht, ich krieg's gar nicht hin, nur so ein bisschen mit der Zunge anstoßen. Also war, das ist schon alles sehr, sehr cool. Also es ist ganz großartig geschauspieler, das kann man auch mal sagen. Wenn man dann noch reinschaut, wer in der Produktion des Films dabei war, also Regie hat Adam McKay geführt, Produktion war unter anderem Brad Pitt und Will Ferrell. Hey. Nacktflitzen. Dann denkt man auch erstmal so. Und ist ja jetzt für die Oscars in 8 Kategorien nominiert. Unter anderem bester Film und bester Originaldrehbuch. Absolut verständlich. Okay. Ja, also wie gesagt, wirklich ganz stark die Szenen drin. Ich kann gar nicht so arg viel verraten, weil wenn man sich weltpolitisch ein bisschen informiert oder weiß, was Sache ist, dann weiß man, wie es abläuft. Was ich super fand, ist ja der Bruch ungefähr in der Mitte des Films, ohne dem jetzt vorne weg zu gehen. Das fand ich auch super. Aber du hockst halt dran und denkst dir so, deswegen, ja. Moment, denkst du dir so und dann so, ja, ergibt sich. Da muss ich kurz was fragen, weil du gerade den Bruch ansprichst. Kennt deine Nachricht, dass das ein sehr anstrengender Film ist, der war bestimmt davor, ne, vor dem Bruch. Nee, der war kurz davor. Ja, sag ich ja davor, weil irgendwie ändert der Film danach dann so ein bisschen seine Tonalität. Und Wobei ich mich grundsätzlich ein bisschen schwierig getan habe. Also ich mag es, Filme im Originalton zu sehen. Ich hatte sehr Probleme, es zu verstehen. Also wenn ich die Hälfte vom Film verstanden habe, okay, das ist viel, würde ich sagen, weil ich einfach mit diesem ganzen Politikgelaber, ich kenne die Wörter nicht. Ich weiß nicht, wovon die reden. Ja, ich habe teilweise das sehr genuschelt, ja. Dann kam irgendein Südstaatler daher, da habe ich gar nichts mehr verstanden. Ne? Also der Film ist super. Ich muss ihn mir aber nochmal, um alle Details zu verstehen, definitiv nochmal auf Deutsch angucken, so leid es mir tut. Weil mir einfach dieser Sprachgebrauch des politischen Englischs nicht geläufig ist. Deswegen fand ich ihn auch für mich anstrengend. Ich bin ja froh, dass du es dir trotzdem auf Englisch mit mir angetan hast, weil, ja, wie gesagt, es ist ganz, ganz coole Sache gewesen. Ich habe sehr, sehr viel verstanden. Ich habe leider zu viel teilweise verstanden, auch diese Nachrichten so zwischendurch und also wo du da die ganzen Sachen wo abliefen, wo hintenrum liefen, wer im Endeffekt wirklich das Sagen hatte unter George W. Bush, das fand ich ja auch eine der für mich stärksten Szenen überhaupt, auch dieses, wo man dann zusammensitzt und beratschlagt, so, ja, was kriegen wir jetzt alles? Ja, jetzt bin ich Vizepräsident hier. Und wo Dick Cheney dann überall auch mit drin saß und wo der überall ein Büro hatte. Und so. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, alles nachzuvollziehen, nachzuschauen, weil es ja wirklich auch wirklich passiert ist. Schon stark, wirklich stark. Krasse Geschichte. Ich will jetzt nicht sagen typisch amerikanisch, aber so ist es halt dann in den USA. Wenn man mit 500 Ungrad Stimmen, ein bisschen mehr wie 500 Stimmen, dann doch Präsident wird und dann so ein Land führen kann, wie es in dem Fall geführt wurde, das halt zum 11. September geführt hat im Endeffekt auch. Ja, muss ich nicht mehr zu sagen, glaube ich. Also die Nominierung für den Oscar sehe ich definitiv da drin, weil ganz, ganz stark der Film an sich und was mehr außer reingehen und sich ein Bild machen, kann ich noch sagen. Also wie gesagt, wirklich großartige schauspielerische Leistung fand ich. Jetzt vom Skript her und von insgesamt bester Film, weiß ich jetzt nicht. Das hängt aber von diversen Strömungen ab, aber ja, ansonsten auf jeden Fall absolut sehenswert und auch diese, dass das nicht ganz so
total ernst. Das ist natürlich ganz, ganz übel, was da gezeigt wird. Also wenn, dass da jemand wirklich so die Fäden in der Hand hält. Die Bevölkerung hat den ja auch indirekt gewählt, weil der Bush ist ja mit ihm im Hintergrund als Vizepräsident auf Wahlkampftour gegangen. Also ja, das Volk hat ihn ja gewählt, aber das Volk wählt ja eigentlich immer nur eher so die Personen in der Front. Und dass dann jemand im Hintergrund so sehr die Fäden zieht und eigentlich die ganzen Geschicke und eigentlich der Bush eher so gern reiten gegangen ist und so gar nichts gemacht hat irgendwie. Ah, ist ja. Schon, was ich auch schockierend fand, ist halt, dass er mal kurz auch angeleuchtet wird, wie seine politische Haltung im Privaten auch ist, ne? Dass da auch zur Not die eigene Familie drunter leiden muss. Und das fand ich schon heftig. Ja. Ja, gut, was heißt leiden? Er spricht sich ja dafür aus, dass eben das mit seiner Tochter, dass das eben nicht ein Thema sein darf und auch mit dieser diesen Gesetzen, die da erlassen werden. Ja, und dann stellt sich die eigene Schwester vor die Kamera und sagt, sie ist dagegen. Und hat kurz davor noch ihre Schwester versprochen, wir kämpfen dafür, wir werden das schaffen. Ja, und wird dann, und die Schwester wird von ihrer ganzen Familie im Stich gelassen, weil sie genau weiß, dass sie das nicht getan hätte, wenn ihre Eltern nicht zugestimmt hätten. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so fuck, ey, die Politik ist manchmal echt scheiße. Also nicht nur manchmal. Ja, kannst du in Deutschland auch angucken da. Das ist echt traurig. Ist auch nicht viel. Naja, aber weiß, also ich hatte es ja auch schon gesehen, sehr begeistert gewesen. Wie liegt ihr so punktemäßig? Ich bin tatsächlich bei 8 von 10. Ja, ich auch. Mhm. Okay, ist gerade nicht mehr, was ich gegeben hatte, aber bestimmt auch so in dem Bereich. Ich habe auch noch einen Film geguckt, der für die Oscars nominiert ist, der aber wahrscheinlich null Chancen oder wenig Chancen haben wird, denn... Oh, warum nicht? Animationsfilm. Ja, aber der ist, glaube ich, Spider-Man. der wird es, glaube ich, werden. Nämlich, deutscher Titel, Chaos im Netz. Originaltitel, Ralf Reichts Teil 2. Man versucht da offensichtlich, weil Ralf Reichts haben jetzt, glaube ich, nicht so viele damals geschaut, versucht man vielleicht im Deutschen da so ein bisschen zu zeigen, dass es vielleicht ein anderer Film ist oder so, oder auf was anderem basiert. Nicht, dass die Leute denken, oh, Ralf Reichts 2, oh, da gehe ich nicht rein ins Kino, ich habe Teil 1 noch nicht gesehen oder so. Was an sich nicht das Problem sein dürfte, denn die Story ist eigentlich, die steht auch für sich allein so ein bisschen. Es sind natürlich die beiden Charaktere wieder mit dabei, die ja im Original übrigens von John C. Reilly, Sarah Silverman und Gal Gadot hat auch noch eine Rolle mit im Original. Hier die Synchronsprecher kenne ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall ist Ralf und die kleine Prinzessin da, die in ihrem Candy-Autorennen immer fährt. Ja, die beiden stoßen vor ein größeres Problem, denn Ralf hat sich mit der kleinen, mal, ich komme gerade nicht auf den Namen, kann mir jemand mal kurz den Namen raussuchen von dem kleinen Mädel? Ralf hat Penelope. Penelope, danke. Ralf hat nämlich, weil Penelope gesagt hat, ja, irgendwie, sie sind ja in diesen Spielautomaten gefangen und treffen sich dann immer mal so in dieser Lobby, die übrigens jetzt mittlerweile im zweiten Teil sehr viel farbenreicher ist und dann viel mehr Videospielcharaktere dabei und man merkt auch, dass sie da offensichtlich mal ein bisschen Geld in der Hand genommen haben, um mal andere Videospielcharaktere mit reinzunehmen, was im ersten Teil noch nicht konnten. Und sie sagt halt, ja, sie kennt jetzt alle drei Strecken in ihrem Autorennen und das ist auch ganz gut so, sie kennt auch so die Abkürzung, alles super. Ralf merkt aber so ein bisschen, dass sie, vielleicht doch nicht ganz so zufrieden ist und kommt auf die Idee, jetzt mittlerweile, also in dem Film sind auch schon 6 Jahre vergangen seit dem ersten Teil, was auch, glaube ich, der Echtzeit entspricht seit dem ersten Teil. Er kommt halt auf die Idee, ihr mal was Gutes zu tun und gräbt da einen neuen Streckenverlauf in die eine Strecke mit rein, was dann dazu führt, dass gerade in dem Moment, wo eine Frau diesen Spielautomaten spielt und die Penelope da einfach so diesen Weg nimmt, diesen neuen Weg, und der ist irgendwie ganz verrückt und die Frau will irgendwie hin und her lenken und merkt, sie hat keine Kontrolle mehr über das und da geht halt das Lenkrad kaputt von diesem Spielautomaten und der Automatenhallenbesitzer, der schaut nach und dem helfen da auch so ein paar Kids mit, denn es gibt nämlich dort das Internet schon neu. Die schauen im Internet nach, ja, man kann das kaufen für $200 bei eBay
Weil die Firma, die stellen das auch nicht mehr her. Der Spielautomatenfirma, die ist pleite gegangen. Gibt's nicht mehr, gibt's keine Ersatzteile. Und jetzt müssen nun Ralf und Penelope, die gehen in das Internet, was jetzt auch mit an den ihre Lobby angeschlossen wurde seit kurzem, begeben sich ins Internet, um dort zu diesem eBay oder am Anfang verstehen sie noch eBoy zu gehen und dort dieses Teil zu kaufen, was zu ziemlichen Verwicklungen führt, denn sie vertun sich da ein bisschen und werden von so einem Typ da übelst hochgeboten und müssen dann irgendwie, weiß nicht, 17.000 oder 70.000 Dollar oder sowas bezahlen für dieses, also kriegen den Zuschlag für eine sehr, sehr hohe Summe. Und am Anfang denken sie noch, ja, ist alles Spiel oder so. Und nee, sie müssen aber echtes Cash irgendwie besorgen. Und da sind sie natürlich vor einem Problem. Woher kriegen sie Cash? Und sind dann unterwegs, weil sie, da ist dann so ein Pop-up, was dann aufpoppt, hier so mit Spielen Geld verdienen, wo sie dann versuchen, irgendwelche seltenen Dinge da, irgendwie seltene Loots in Spielen zu finden, die sie dann verkaufen können. Dann ist so eine Art YouTube, aber wo man Geld verdienen kann mit Herzchen und da dreht dann der Ralf ein paar lustige Clips und so. Also ich komme gerade ein bisschen zu sehr in die Details rein. Ist auf jeden Fall extrem toll gemacht. Also gerade auch dieses ganze Thema Internet. Das, was mir im ersten Teil nicht so gefallen hat, war, dass die nicht Ross und Reiter genannt haben im ersten Teil. Man wusste zwar, okay, was sie jetzt hier meinen, aber sie versuchen das immer so ein bisschen zu umschiffen und ja, hier haben sie schon deutlich, also sie haben komplett alle Marken drin, da ist Amazon, da ist eBay und sonst was alle und dann ist Disney, ganz, ganz tolle Szenen, wo sie dann direkt bei Disney sind. Da sind natürlich alle Charaktere, die momentan bei Disney sind, spielen hier mit. Und mehr will ich mal nicht verraten. Also da ist wirklich alles dabei. Ja, von A bis Z. Ja, also alles. Und das ist super lustig. Und dann gibt es auch die Szene aus dem Trailer, deswegen spreche ich die mal an, wo sie dann zu diesen ganzen Prinzessinnen kommt und sagt ihnen, hey, ich bin auch eine Prinzessin hier. Ich bin heute aus dem Spiel und so. Und da sind auch noch super witzige Szenen, die damit kommen. Also extrem empfehlenswert, der Film. Hat mir super gefallen. Besser als der erste Teil hat er mir gefallen. Und ja, möchte ich mal eine kleine Empfehlung aussprechen. Also von mir so im Bereich Animationsfilm. 8/10. Kann man geben. Ja, passt. Schön. Ja. Habe ich auch Bock drauf. Will ich noch sehen. Genau, nichts vorher lesen, weil ich wusste dann zum Beispiel auch nicht so genau, was da bei diesem Disney-Universum noch alles kommt, ne, und so. Deswegen ich glaube, mit dieser Wagen. Bist du bis zum Ende drin geblieben im Film? Ja, klar. Okay. Also bis zum Abspann, nach dem Abspann. Ja, ja. Okay. Will man nichts verraten. Jo, also empfehlenswerter Film. Ist für mich nicht der beste Animationsfilm. Also da fand ich von der Animation her, hat mich Spider-Man doch mehr weggeblasen. Da diese, also das war schon was. Ja. Aber eine Nominee ist ja schon sehr geil für den Film. Also. Der was? Oscar-Nominierung für den Film ist ja, okay. Ist ja schon. Ja, hat aber geil. Der erste Teil, glaube ich, auch. Also, nee, oder? Da, ja, da sind ja nicht so viele Big-Budget AAA-Animationsfilme, die pro Jahr rauskommen. Denn, ja, also wenn du irgendwie einen richtig großen Titel hast, dann bist du da fast automatisch mit dabei in den Nominierungen, der wirklich weltweit irgendwo gelaufen ist. Mhm. Jo, was habt ihr hier noch? Better Watch Out. Was ist denn das? Better Watch Out. You better not cry. Better Watch Out ist ein Film. Thriller, würde ich es mal betiteln. Ein Psychothriller. Ein Psychothriller. Ich würde ihn fast sogar ein bisschen in die Teenie-Film Schiene schieben, wobei er ziemlich gut ist. Also, worum geht es? Es gibt ein junges Ehepaar mit Sohn und die wollen ausgehen. Und der Junge ist ein bisschen, also man merkt relativ schnell, er ist ein bisschen speziell, er hat eine witzige Art, sich zu kleiden und ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen verliebt in seine Babysitterin und so. Und sein Kumpel ist der 12-jährige Luke übrigens, ne? Ja, Entschuldigung, der 12-jährige Luke. Man merkt sofort, der ist irgendwie ein bisschen seltsam und wird wahrscheinlich in der Schule auch ordentlich gedisst. So,
Und seine Babysitterin Ashley, das weiß ich sogar noch, soll an dem Abend auf ihn aufpassen und sie steht jetzt kurz davor, aufs College zu gehen und Entscheidung, wo geht sie hin und so. Und es läuft darauf hinaus, dass sie ja wahrscheinlich wegziehen wird und dass es vielleicht der letzte Abend ist, bei dem sie auf den kleinen Luke aufpasst. Und das gefällt dem Luke eigentlich nicht so gut. Also die haben schon ein gutes Verhältnis und er mag sie ja und er ist so ein bisschen verknallt in sie und deswegen findet er das nicht so toll und möchte eigentlich den letzten Abend so ein bisschen besonders gestalten. Hat auch die Pizza bestellt und Kerzen angemacht und so. Und sie denkt sich halt so, ja, ist klar, mein Kleiner, alles gut, ne, so, ja. Pass mal auf, dass du nicht zu nahe kommst, ja, wir sind immer noch Altersunterschied und so. Also sie blickt dann schon durch und findet es eigentlich eher ganz süß. Doch dann passieren plötzlich ein paar seltsame Dinge. Also sie sieht plötzlich jemand ums Haus rumlaufen, hört Geräusche im Haus. Plötzlich ist die Hintertür offen und so. Und ihr ist dann relativ schnell klar, da ist irgendwas nicht in Ordnung und irgendjemand will hier irgendwas. Und sie versucht, den Jungen natürlich zu beschützen. Und er versucht natürlich auch, seinen Mann zu stehen und sie zu beschützen. Und an diesem Punkt höre ich auf, zu erzählen, um was es wirklich in dem Film geht. Denn er nimmt dann eine Wendung, mit der man vielleicht rechnen kann, aber nicht unbedingt muss. Und er nimmt es eigentlich auf eine ziemlich coole Art und Weise. Also ich muss sagen, er ist ziemlich eklig. Es wird noch sehr blutig ab jetzt, straight, sagen wir es doch so. Ja, also sehr blutig wird es noch. Wollte nämlich gerade sagen, weil bis jetzt hasst du mich jetzt noch nicht, dass ich den Film gucken ja, will. Ja, nee, doch, er wird noch ziemlich blutig, er wird noch ziemlich psycho. Er wird noch sehr farbenfroh. Und sehr bunt, ja. Ja, das stimmt, farbenfroh kannst du so sagen. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, was hatte Chris mir denn da jetzt für einen Film empfohlen? Weil er gemeint hat, ey, ich gucke gerade einen Film, den musst du unbedingt angucken in den nächsten Tagen. Dann habe ich den angeguckt und dachte so, und dann nimmt der Film Fahrt auf. Und er nimmt auf eine unfassbar gute Art und Weise Fahrt auf. Auf eine sehr durchdachte, auf eine sehr, ja, clevere Art und Weise, möchte ich schon sagen. Kann man angucken, gibt es aktuell bei Sky zum Abruf. Auf Sky On Demand kann man ihn abrufen. Better Watch Out. Spielt natürlich zur Weihnachtszeit, deswegen passt der Titel so gut. Ach so. Vielleicht noch dazu sagen, also er hat tatsächlich auch schon auch ein paar Auszeichnungen bekommen. Unter anderem Levi Miller, also der den Luke spielt, hat eine Auszeichnung bekommen beim Monsterfest 2016. Dann war er nominiert beim Saturn Award, war er als bester Horrorfilm nominiert. Der Junge macht, also die Schauspieler sind auch echt gut, ja. Also gerade der Junge, der Luke, also dem habe ich das von A bis Z komplett abgenommen. Auch die Babysitterin kämpft um ihr Leben und macht es echt gut. Auch das Sidekick, was es da noch gibt, ist auch richtig nice. Also muss ich sagen, gute Schauspielauswahl, witziger Dreh, also witzige Wendung, witzig in Anführungsstrichen. Gut durchdachter Film. Ja, wie gesagt, am Anfang ist so, hä? Und dann, wow, geil. Angucken. Fand ich echt gut. Thriller-Bereich würde ich fast sagen, 8,5 bis 9 Punkte. Okay. Der war schon geil. Den werde ich auch nochmal angucken, bestimmt. Ich gucke gerade hier, ob der irgendwo bei plus 24 oder irgendwo. Ja, du kannst schon auf On Demand klicken. Ah ja, da muss ich aber hier auf dem iPad und so. Wieso hast du es am Fernseher nicht? Nee, ich habe doch hier einen anderen Receiver. Ich nutze nicht das Drecksding da von Sky. Da geht ja gar nichts mit dem Ding. Ist total langsam und alles. Ja, das muss man gucken. Vielleicht kommt der irgendwann. Weil manchmal kommen die Sachen ja erst on demand und dann erst auf Sky One Plus HD, was weiß ich. Ja. Ja, angucken. Macht Spaß. Weiß nicht, Chris, du dir auch, ne? Ja, ich habe ihn ja dir empfohlen. Ich wusste warum, weil wie gesagt. Ah ja, Better Watch Out. 25.02. 6.15 Uhr. Programmiere ich gleich mal. Ja, morgen früh, also gleich. Ne? Ja. So, morgen ist früh gleich programmiert. Programmiert schon. Jo, was mich gerade wundert, bei Sky haben sie ja, die haben ja immer mal diese Pop-Up-Kanäle.
Und da gibt es auch den Sky Cinema Awards Kanal, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ja. Da bringen sie lauter richtig geile Filme, wo ich gedacht habe, boah, die würde ich jetzt gerne nochmal gucken. Ne? Jetzt läuft gerade aktuell Blade Runner 2049, aber den Kanal gibt es bei mir nur in SD. Gibt es das nicht, also das ist ja dieser ursprüngliche, wie heißt der, Sky Cinema, nee, was ist das nicht, Family? Ja, 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 also schon, einer von denen, wenn du halt den nicht den Sky Drecks Receiver hast, dann... Nee, den gibt es auch nicht im normalen. Also oben ich im keine Ahnung, aber ganz ehrlich, bei einem guten Fernseher macht das kaum Unterschied. Ah, hier schon. Oh. Also gerade bei, bei einem guten Fernseher macht es den Unterschied. Also, naja. War eine reine Vermutung, unser Fernseher ist nicht gut. Also ich hätte noch einen für eine 1-Minuten-Challenge. Kann da jemand... Oh, ist ja, jemand, warte, ich warte. Soll ich die Zeit stoppen? Chris macht das. Ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Muss ich mal ganz kurz sammeln, ja? Also ich darf schon mal vorher sagen, es geht um Velvet Buzzsaw. Deutscher Titel ist Die Kunst des toten Mannes. Ich möchte an der Stelle sagen, das durfte ich beim letzten Mal auch nicht. Na dann. Aber ist egal. Du hast 60 Sekunden, deine Zeit fängt ab an und zwar jetzt. Velvet Buzzsaw ist die ehemalige Punkband, in der René Russo gespielt hat. Und das bezeichnet eine bestimmte Form der Stimulierung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane der Frau, wie zum Beispiel Klitoris und Schamlippen durch den Sexualpartner. Dabei versinkt der Kopf des Agierenden im weiblichen Schoß und es werden mit herausgestreckter Zunge kräftige Schüttelbewegungen des Kopfes vollführt, was mit dem Film überhaupt nichts zu tun hat. Denn in dem Film geht es um die Kunstszene in Miami und Jake Gyllenhaal spielt einen Galeristen, der immer mal wieder Kunstwerke einkaufen muss, nee, Kunstkritiker, Entschuldigung. Und er kritisiert natürlich viele Künstler, die damit nicht so ganz klarkommen und kann halt auch Karrieren zu Fall bringen oder Karrieren fördern. Und eines Tages, eine von denen, die er mal gedisst hatte, findet ein Sammelsurium an jeder Menge Gemälden in der Wohnung eines toten Mannes. Und jedes Mal, wo dort ein Gemälde irgendwo aufgehangen wird, in irgendeiner Galerie oder bei jemand privat, erwacht. Oh, die Zeit ist um. Ah, jetzt ist das Entscheidende nicht gekommen. Dass die Bilder zum Leben erwachen und irgendwie die Leute mit denen im Kopf ganz dumme Sachen anstellen irgendwie. Erik, das müssen wir nochmal trainieren mit der Minute. Erik, du hättest einfach den Anfang, das war gerade das Interessante. Das war interessanter als der ganze Film. Also. Der Anfang bringt die Klicks. Ja, ich fand es nicht gut, den Film. Gut gespielt, ja, aber sonst gähnend langweilig. Und wundert mich nicht, dass der irgendwo bei Netflix versinkt da und nicht im Kino gelaufen ist. Also ich gebe dem Film 5 von 10. Oh. Okay. Hätte mir da mehr erhofft. Jetzt bin ich traurig. Aber jetzt habt ihr was gelernt. Velvet Buzzsaw. Jetzt bin ich traurig. Und beim nächsten Mal reden wir über Dirty Sanchez. So, gucken wir mal die Filmstarts der Woche. Oder haben wir noch was? Nee, ne? Nö. Kinocharts und Neustarts. So, bitte, die Kinostarts der Woche. Ah, die Kino. Ich hänge immer noch bei Dirty Sanchez. Wieso jetzt mit Dirty Sanchez? Ich kann dann gerne die Charts machen. Ich habe die Seiten schon offen. Okay, demnächst im Kino, am 28.02., also diesen Donnerstag, startet zum Beispiel Escape Room. Den haben wir ja schon besprochen, den fanden wir ganz cool. Yeah. Horrorfilm von Insidious The Last Key, Regisseur Adam Robitel. Und darin muss eine Gruppe von 6 Freunden die perfiden Todesfallen eines Escape Rooms überleben. Ja, war gar nicht mal schlecht. Soll ich weitermachen? Oder sehr gern. So mal abwechselnd? Wir können auch abwechselnd machen. Na gut, da mache ich halt Ostwind 4, Aris Ankunft. Im vierten Teil der Ostwind-Reihe ist es gut Kaltenbach in großer Gefahr, als Ostwind ein schweres Trauma erleidet. Nein! Kann Ari dem Schwarzen... Also ich kenne das Trauma jetzt schon. Ich kann das beantworten. Ja, ich auch. Weil das wird im Trailer gesagt. Weil nämlich die ursprüngliche, die mit den langen roten Haaren, die fällt irgendwie vom Pferd und liegt im Koma. Und da frisst der Hengst nicht mehr. Und da kommt aber ein junges Mädchen, was zufällig von der Art her genau wie die andere war, auch auf das und ganz schwierig Mädchen und ja. Und mit dem Hengst kann keiner und die geht hin und das Pferd. Ja, du weißt, das geht erst weiter, wenn der Wind sich dreht. Außerdem startet Hard Powder. Ey, mach ich jetzt nur die Schlechten hier oder was? Das ist überhaupt nicht beabsichtigt. Wer sich vorbereitet hat, der weiß, was Sache ist.
Hard Powder hatten wir ja auch schon in der Sendung, hatten wir auch in der Sneak, das Remake von einer nach dem anderen mit Liam Neeson als Schneepflugfahrer, der ein bisschen ja, die Gangster seiner Gemeinde, seiner Kleinstadt aufmischt. Ja, und der Flop-Film aus der letzten Sneak Review läuft auch an. Wie gut ist deine Beziehung? In dieser Liebeskomödie versuchen Julia Koschitz und Friedrich Mücke ihre langjährige Beziehung aus dem Alltagstrott zu rütteln mit ungeahnten Konsequenzen. The Hate U Give läuft ebenfalls an. Ein Jugenddrama nach dem gleichnamigen preisgekrönten Roman um eine schwarze Teenagerin, die nicht schweigt, als sie Opfer rassistischer Polizeigewalt wird. Ich glaube, wenn man den Roman nehmen würde und hinten die Beschreibung lesen würde, würde dran stehen, sie ist ein Good Girl. Aber hier habe ich den Trailer schon gesehen, der sah gut aus. Der sah sehr interessant aus. Guck mal, der hat auch hier fünf Sterne Wertung gekriegt hier bereits. Ja. Ne? Manu läuft noch an. Ein deutscher Animationsfilm von Andrea Block und Christian Haas erzählt die Geschichte des Mauerseglers Manu, der als Adoptivkind in einer Möwenfamilie aufwächst. Gab es da letztens schon mal sowas mit so einem Kleinen, der irgendwie zurückbleibt und adoptiert wird? Fällt auch nichts Neues mehr ein. Müssen wir jetzt noch weitermachen? Warte mal, guck mal, der läuft ja nicht bei uns an. Ein königlicher Tausch. Ich bin ja für Kommissar Gordon und Buffy. Familienfreundliche Verfilmung. Okay. Na, Froschkommissar Gordon und Maus Buffy. Buffy lösen bestimmt. Nein, Buffy. Hallo? Buffy wäre ja, da würde sie Vampire jagen. Okay. Na, dann sind wir durch mit den Filmstarts vom 28.02. Gibt es überhaupt einen 28. dieses Jahr? Ja, echt? Ja, okay. Da keine Filme starten. Ach so, nee, genau. Es ist kein Schaltjahr, deswegen gibt es keinen 30. So rum war es. Nein, ja, 29. Der 29. ist der Schalltag. Ich trinke mal einen Schluck Whisky, während ihr streitet. Ja. So, warte mal. Du hast die falschen Charts. Darf ich dir mal das hier daneben? Ach, come on. Nimm mal die. Jetzt? Ne, du brauchst die Stuttgarter. Daneben. Ja, das war noch. Achso, du brauchst die Stuttgarter. Mach bitte daneben den Link einfach. Ja. Ich habe es gerade gesehen. Ich bin ja schon dabei. Die da. Ja. So. Also, die Stuttgarter Kinocharts laden. Kleinen Moment. So. Oh, das ist gut, da sind Zahlen dabei. Ich habe schon gedacht, ich muss mitzählen. So. Also, auf Platz 10 in den Stuttgarter Charts. Ist Der Junge muss an die frische Luft. Platz 9, Mein Bester und ich. Platz 8, Ralf Reichts 2, Chaos im Netz. Platz 7, Green Book, eine besondere Freundschaft. Platz 6, Sweethearts. Platz 5, The Lego Movie 2. Platz 4, Happy Death Day to You. Und auf Platz 3, Club der Roten Bänder, wie alles begann. Platz 2, Alita Battle Angel. Und wie könnte es anders sein? Auf Platz 1, Drachenzähmen leicht gemacht 3, Die geheime Welt. Naja, so sicher war das, glaube ich, nicht, ne? Also doch. Irgendwie. Och, ja, das läuft ja jetzt schon eine Weile. Und ich meine, Lego Movie und so, da hat es schon ein bisschen Konkurrenz, ne? Ach, ich bin mir sicher, meine Stuttgarter mögen die kleinen Drachen. Jo, okay, dann sind wir damit durch hier. Dann kommen wir mal in diesen ganzen News-Bereich rein. Ich habe hier auch den Link mal mit reinkopiert, da könnt ihr auch mal mitgucken. Denn die Razzies, also jetzt nächste Nacht werden ja die Oscars verliehen und einen Tag vorher werden ja immer schon die Razzies, die goldenen Himbeeren, verliehen. Und da ist der schlechteste Film, ich fange mal mit was anderem an. Melissa McCarthy hat eine Razzie gewonnen für Can You Ever Forgive Me? Dann schlechtester Nebendarsteller John C. Reilly für Holmes and Watson. Schlechtester Regisseur Ethan Coen für Holmes and Watson. Schlechtestes Remake, Abklatsch oder Sequel, Holmes and Watson. Schlechtester Film ist übrigens Holmes and Watson geworden. Schlechtestes Drehbuch, Neil Leonard für 50 Shades of Grey, Befreite Lust. Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Aber Melissa McCarthy hat auch noch für einen zweiten Film einen Preis bekommen, nämlich schlechteste Darstellerin für Happy Time Murders. Ach nee, sogar für zwei andere Filme, nämlich noch How to Party with Mom. Ja, also so langsam sollte sie sich mal Gedanken über ihre Karriere machen, würde ich sagen. Also, aber den schlechtesten Darsteller finde ich immer noch am besten. Also. Ja,
Bester. Donald Bester Trump, ja. Ja, das war klar, dass der das kriegt. Noch schlechteste Leinwand-Kombo, Donald Trump und seine sich selbst erhaltende Belanglosigkeit. Jo, ja, das waren die Razzies. Mal gucken, was uns bei den Oscars dann nächste Nacht erwartet. Bin ich sehr gespannt. Wir haben auch heute keine Trailer irgendwie großartig hier zum Besprechen. Es gab auch keine Kommentare bei der letzten Folge. Ich habe hier nur was bekommen. Ich hatte hier mal den Film hier Tobi, wie hieß es hier, Tobi und das die wundervolle Welt oder nee, jetzt kommt gerade nicht, Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten, so hieß es, genau. Und ich habe jetzt eine richtige E-Mail bekommen vom Tobi. Eine richtige E-Mail. Weil vorher hatte er mir nicht nur auf Facebook über einen Messenger angeschrieben. Jetzt hat er mir mal eine richtige E-Mail geschrieben. Also er schreibt hier, er will ja meinem Kleinen eine Autogrammkarte schicken, das macht er auch. Und er schreibt noch, tausend Dank für die tolle Besprechung, habe es jetzt endlich gehört und muss sagen, toll, dass ihr so viel Raum für so einen kleinen Kinderfilm eingeräumt habt, das ehrt uns sehr. Vielen Dank, liebe Grüße und schönes Restwochenende. Ja, das machen wir doch immer mal gern hier, denn es soll ja auch Eltern geben, die vielleicht sich nicht ganz so viel mit Kinofilmen beschäftigen und dann vielleicht ganz froh sind, wenn da mal ein Tipp kommt. Und ich habe es ja auch auf Arbeit die Tipps weitergegeben, den Tobi-Film, und die waren auch alle sehr angetan davon. Und jo, dann hören uns also hier ganz illustre Kreise zu. Das ist gut. wenn schon sonst keiner kommentiert hier letzte Woche. Ich habe mal einen Blick, was so bei Amazon gekauft worden ist über unsere Affiliate-Links in der letzten Woche. Wenn ihr einen Kinocast unterstützen möchtet, dann klickt einfach mal auf das Amazon-Zeichen da auf der rechten Seite. Hier hat jemand offensichtlich die 1000 Glotzböbbel des Dr. Mabuse bestellt, wahrscheinlich über meinen Affiliate-Link, den ich auf Twitter rausgepostet habe. Dann hat jemand bestellt eine WMF-Butterdose. Oh, die sieht schön aus. Ja. Dann Ready to Die, was ist das? Oh, Notorious B.I.G. Wow. Eine CD also. Chuck, die komplette erste Staffel auf 4 DVDs. Das war eine coole Serie. Kennt ihr die? Ja. Ja. Habt ihr die auch geguckt oder? Ja. Nur kennen? Ja. Ich hab's auch geguckt. Ich hab's dann irgendwann nicht mehr geguckt, wo es dann zu quatschig geworden ist. Aber. Ich hab die ersten zwei Staffeln gesehen und dann aufgehört. Wann war das mit diesem, wo der mit seinem Vater und mit diesem Intersect oder sowas da, irgendwas war da, das war mal dann irgendwie, hatte ich dann irgendwie so einen Ausschaltimpuls dann. Ich hab's auch dann nicht bereut. Eine Beurer Personenwaage mit schwarzem Display und so leuchtenden Zahlen. Oh, sieht cool aus. Ein Oxo Good Grips Badewannen-Ausflusssieb. Uiuiui. Wahrscheinlich, wenn man irgendwie. Okay. Was ist das? Ein Bilderrahmen-Set. Aha. Sind aber zu klein für Filmposter. So. Und 6 Stück Neodym-Magnete. Boah, die sehen kräftig aus. Neodym super stark steht doch da. Vorsicht, wer das bestellt, ne, da kann man sich ganz schnell mal einen Finger abtrennen oder so. Das geht fix. Ja, du lachst. Passiert. Jo, vielen Dank an alle, die sich hier irgendwie wiedergefunden haben. An alle, die uns unterstützen wollen. Punkt 1, schreibt Kommentare, denn das war in der letzten Woche ein bisschen dünne. Um nicht zu sagen, gar nicht vorhanden. Dann Punkt 2 natürlich hier monetär, wenn ihr da irgendwie Amazon klickt und was bestellt, das wäre super. Und dann könnt ihr natürlich auch auf den diversen Plattformen und Portalen, iTunes irgendwie Bewertung dalassen. Erzählt anderen, wie das hier funktioniert mit Podcasts hören. Wir sind ja auch bei Spotify, das ist ja, hat ja die Eintrittsschwelle ganz weit nach unten gesenkt. Das kann ja jetzt mittlerweile jeder. Früher brauchte man ja irgendwie ein Podcast-Programm, um das runterzuladen. Jo, und dann, denke ich mal, hören wir uns. Also wir gehen morgen, denke ich mal, wenn alles klappt, in die Sneak. Müsste ja funktionieren, ja. Ne? Und dann haben wir auf jeden Fall auch einen neuen Sneak-Film für euch dann nächste Woche. Und denkt an die 555. Also schickt Sprachnachrichten entweder als irgendwie ein Audio-File an erik@kinocast.net oder als WhatsApp-Audio-Nachricht an 0171 446 3366. Wäre cool, wenn da irgendwas kommt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne uns Anregungen schreiben. Kritik nehmen wir auch, wenn es sein muss. An kate@kinocast.net, chris@kinocast.net oder erik@kinocast.net und ja, Kommentare hatte ich schon gesagt. Twitter, Facebook, überall Kinocast. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen.
Bis morgen. Sehr gerne. Tschüss. Bis morgen. Ciao. Ciao, ciao. Leute. So, Kinders, es tut mir leid, aber ich muss ganz dringend aufs Klo ich auch, und dann ins Bett. Ich auch. Ich muss schon seit Alita ungefähr. Bis bald im Kinocast.